L'après-midi, monsieur, dames, c'est un moment sacré de la chorale profane. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Ich habe mir ein Wörterbuch gekauft vom französischen Staatsverlag Larousse, Advanced Dictionary, New Edition, French, French, English, Anglais, Français, 400,000 translations. 400 000 Translations. French steht dick drauf. Ich kann das mal gerade in die Kamera halten. Bitte sehr. Und es gibt einen Mittelteil Cultural Supplement Cahier Culturel und da gibt es Milestones of the English Language Jalon de la Langue Anglais. Und nach dem Renaissance kommt die Barockzeit. Mit der berühmtesten aller Barockbibeln, der King James Bible, the King James Bible, la Bible de Roi Jacques. Der Text ist zweisprachig, ich lese ihn zuerst auf Englisch vor und dann auf Französisch. Der französische Text ist besser als der englische, es ist ein französischer Verlag. The King James Bible, second only to Shakespeare in terms of impact on the language, is the King James Bible. It was sponsored by King James VI, by King James VI of Scotland and one of England. Okay, he was the sixth of Scotland and the first of England, nicht one. It was sponsored by King James VI of Scotland and first of England and published in 1611. Its power and poetry have become part of the fabric of the language, have become part of the fabric of the language. Naja. Also, die King James Bibel hat zur Bildung der englischen Sprache beigetragen. Dies benannt nach King James dem VI. Von Schottland und I. von England. It was sponsored by King James VI of Scotland and First of England. Hätte ich wissen können, dass der so genannt wird. Und jetzt auf Französisch. La Bible du Roi Jacques. En termes d'un pas sur la langue anglaise, la Bible du roi Jacques arrive juste après Shakespeare. Cette traduction fut commandée par le roi Jacques, VIe d'Écosse, Jacques VIe d'Écosse, qui devient Jacques Ier de l'Angleterre, ou la d'Angleterre, de l'Angleterre vers le français. Jacques Ier d'Angleterre est publié en 1611, d'une grande puissance poétique, elle fait partie du patrimoine littéraire anglais. Der französische Text ist ein bisschen anders, der ist auch besser an der Stelle. So, und hier ist ein Bild einer King James Bibel abgebildet, frontispiece to the King James Version of the Bible. 1611, frontispice, bis, keine Ahnung, de la Bible du Roi Jacques, 1611. Das ist das, was mir an diesem Mittelteil sehr gut gefällt. Es gibt Bilder von Originalquellen. Ich kann es auch in die Kamera halten. Ich kann nur immer wieder sagen, dass ich das sehr gelungen finde, wenn zu solchen Texten solche Bilder aus Archiven und Museen kommen. Bitte sehr, da sieht man es. Die Kamera hat extra eine hohe Auflösung. Ja, es geht mit England's greatest diarist, le plus grand chroniqueur d'anglais. Und es ist Samuel Pepys. Parlamentsmitglied und Officer
d'Administration Naval English Naval Administrator. Weiß ich nicht genau, was das ist. Können wir mal Engeln erklären. Naja, so, das reicht in dem Abschnitt. Es ist auch klar, wie es weitergeht. Es hat sich immer noch zum Großteil im Barock abgespielt. Oder ganz im Barock, vielleicht sogar. Ich glaube, ganz im Barock. Es ist immer noch Barockzeit. Da passt doch die Perücke zu.